Okay.
sinnlos ist es nicht mit den lauten Traktoren. Damit er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Als die Zeit kam, Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Und
Ende. Silent night, holy night.
Jahren. Frohe Weihnachten, Gottes Segen für euch und euer Haus. Frohes Fest. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Doch der Engel sprach: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und wieder auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Gott segne euch und euer Haus frohe Weihnachten. Oh, du fröhliche, oh, du selige Gnade. Und sie legte ihn in eine Futterkrippe, denn sonst hatten sie keinen Raum in der Herde. Und es wurde stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam war, nur das Traum. Hoch, heilige Haar, euer Knabe im morgigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und da fürchteten sie sich sehr,
Aber der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch doch nicht. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sie sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue, freue dich, o Christenheit. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Heere, jauchzen wir Ehre, freue, freue dich, o Christenheit. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: So lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, sie wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Two ago.